Hey, hey, ich bin Vicky und ich lebe und reise gerade in diesem kleinen Golf durch Norwegen. Was es mit dem Projekt auf sich hat und alles rund um den Ausbau habe ich bereits in anderen Videos festgehalten. Die verlinke ich auch gerne mal hier oben und in der Videobeschreibung. In diesem Video geht es aber um was anderes. Ich habe von euch ganz, ganz viele Fragen bekommen zu dem Projekt, zu diesem Camper, aber auch ein paar allgemeine Fragen, die ich zu der Zeit nicht beantworten konnte. Die Videos waren glücklicherweise für mich tatsächlich vorgedreht, sodass ich ein bisschen Zeit hatte, meine Trauer zu verarbeiten, ohne gleich online sein zu müssen, und ich hatte einfach schlicht und einfach nicht die Kraft, die Kommentare zu beantworten. Aber vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Ich werde die Fragen in diesem Video einfach alle mal gebündelt beantworten. Wir starten direkt mit dem Kommentar, der mit Abstand am häufigsten kam. Claudia sagt, sehr cool, das einzige Problem, das ich habe, dass das ganze Zeug nicht gesichert ist. Sollte es zu einem Unfall kommen, kann es böse ausgehen. Nico formuliert es etwas dramatischer. Das ist gemeingefährlich, wie das Zeug da überall lose drin rumliegt und hängt. Vor allem Messer und Schere. Mann, Mann, Mann. Ich kann euch beruhigen, alles in diesem Fahrzeug ist gesichert. Ich habe es in den Ausbauvideos nicht gezeigt, weil es da noch nicht fertig war. Aber die Boxen, also die Küche und mein Kleiderschrank quasi, sind gesichert. Und auch die Dinge, die an der Magnetleiste hängen, vor der die meisten Leute Angst hatten, die können mich nicht erreichen, weil selbst wenn die Sachen abfallen würden, würden sie gegen die Kiste prallen. Ladungssicherung ist ein wichtiges Thema und auch sonst, ich achte immer darauf, dass ich alle schweren Gegenstände immer direkt gegen die Sitze packe. Also zum Beispiel mein Wassertank, der ist jetzt nicht gesichert, aber der steht direkt hinterm Sitz. Der alte Bayer ist etwas verwirrt. 5 Jahre sind eine lange Zeit und auch das Vanlife kann in irgendeiner Form in den Jahren ermüden. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist dieser wirklich radikale und schnelle Wandel. Tatsächlich war mir mein super schöner Ducato-Ausbau, den ich nach wie vor liebe, der nach wie vor in meinem Besitz ist und mein Zuhause bleibt, mir war der ein bisschen zu bequem. Mir war aber nach Abenteuer. Und es ist halt einfach so, dass wenn man extrem viel Komfort hat und man ist super, super unabhängig, ich habe eine Dusche drin, ich habe 100 Liter Wasser, ich kann kochen, ich habe genug Strom. Schon in dieser kurzen Zeit hier in diesem Auto sind so viele Dinge gewesen, die in dem Ducato so niemals passiert wären. Dazu muss ich auch sagen, ich bin einfach ein Typ Mensch, der Veränderungen mag. Ich finde es toll, mich immer wieder rauszuschubsen, was Neues zu probieren, Dinge zu machen, die nicht super bequem sind, Neues zu lernen, Neues zu entdecken. Und deswegen habe ich mein Ducato mal zur Seite gestellt und habe mich in was Neues gewagt. Und das wird nicht das letzte Mal sein. Ich werde immer wieder dann, wenn die Leute es am wenigsten erwarten, werde ich sie vermutlich schockieren und mein Leben mal wieder auf den Kopf stellen. Meine Freunde und Familie sind mittlerweile gewohnt, dass ich das tue. Und jeder, der hier ist, darf sich da gerne auch dran gewöhnen. Dazu passt richtig gut der Kommentar von Doro. Sie sagt, ach Vicky, du erinnerst mich an Pippi Langstrumpf. Du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt. Attacke. Ich bin dafür. Axel möchte gerne wissen, wie ich im Van arbeite. Wie mache ich das mit meinem Strom? Denn zumindest mein Laptop und Handy müssen ja irgendwie geladen werden. Ich habe in den Ausbauvideos noch nichts dazu gesagt, weil ich das Produkt erstmal testen wollte. Kann euch jetzt aber ein Feedback geben, denn ich habe jetzt 3-4 Wochen Erfahrung damit und bin bisher mega zufrieden. Ich habe die EcoFlow River Mini Power Station. Das ist eine echt kleine und kompakte Batterie mit allen Anschlüssen, die man sich nur so vorstellen kann. Super praktisch. Es ist ein 230 Volt Wechselrichter inklusive. Die Batterie ist echt klein, ich kann sie gut verstauen, sie nimmt kaum Platz weg und bietet dafür aber echt viel. Sie ist natürlich nicht ewig groß, aber sie gibt mir die Möglichkeit, für ein paar Tage autark in der Natur zu stehen und trotzdem arbeiten zu können und meine ganze Elektrik zu laden. Es gibt einen 12 Volt Anschluss und mehrere USB-Anschlüsse. Das meiste, was ich dabei habe, lade ich über USB. Das ist auch super praktisch und es verbraucht nicht so viel Strom, wie wenn man 230 Volt braucht. Mein Laptop lade ich mit 230 Volt und das geht mit dieser kleinen Batterie eben auch, was ich absolut mindblowing finde. Die River Mini ist robust gebaut und hat einen integrierten Spannungs-, Strom- und Temperaturschutz. Ich weiß, es kommt auf die inneren Werte an und da kann das kleine Teil echt punkten. Ich finde aber, EcoFlow hat hier einen richtig guten Job gemacht, denn alle deren Produkte sind super designt und machen eben echt auch was her. Wenn meine Batterie mal leer ist, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sie einfach in die Steckdose vom Auto stecken. Das heißt, wenn ich fahre, kann ich die Batterie laden. Super einfach und praktisch. Wenn ich stehe
und die Sonne scheint, kann ich ein faltbares Solarpanel ausklappen. Und die einfachste Möglichkeit, und das nutze ich tatsächlich am meisten, obwohl ich die anderen Sachen dabei habe und es einfach ist, aber ganz oft stecke ich mir die Batterie einfach in den Rucksack, gehe ins Café, wo ich sowieso super gerne hingehe, esse mein Mittagessen und lade meine Station. Durch dieses Schnellladeverfahren ist sie nämlich in einer Stunde wieder aufgeladen. Keine komplizierte Installation, keine Kabel verlegen. Alle Links und noch mehr Informationen zur Batterie findest du in der Videobeschreibung. Und dort findest du auch alle anderen Produkte von EcoFlow. Falls du also ein bisschen mehr Platz hast und ein bisschen mehr Batterieleistung möchtest, dann kannst du dich dort gerne mal umschauen. Weil wir gerade schon beim Thema Arbeiten sind, gehen wir an den nächsten Kommentar. M.D. fragt: Wie ist das aber im Golf für dich mit dem Online-Arbeiten? Weil ich eben meine Batterie dabei habe, kann ich relativ viel aus dem Camper machen. Mein Arbeitsplatz sieht dann genau so aus. Ich habe meinen Laptop hier stehen und erledige meine Arbeit. Das Online-Sein ist gar kein Problem hier in Norwegen. Ich habe hier fast überall bestes Netz. Ich nehme meinen Laptop oft mit, wohin auch immer. Auf eine Parkbank, an einem schönen Ort. Oder, und das mache ich tatsächlich sehr, sehr oft, dass ich in ein Café gehe, mir was zu essen bestelle, meine Batterie lade, meine Arbeit erledige und dann sind alle Devices, also Laptop, Handy, Batterie, sind geladen und ich bin wieder bereit für ein paar Tage komplett im Nirgendwo. Franz ist nicht so begeistert von meinem Projekt. Er schreibt, dass er meinem Video einen Daumen nach unten geben musste. Er sagt: In deinem Projekt mit dem Golf vermittelst du jungen Leuten das einfache Vanlife für kleines Geld. Und ja, eigentlich mit Einschränkungen auch leicht machbar. Aber gewisse Mindeststandards müssen eingehalten werden. Das tut mir wirklich leid, aber ein WC gehört dringend an Bord. Und dazu zähle ich auch alle Bullifahrer. Und jeder, der sagt, ich brauche diesen Luxus nicht, dem muss erst einmal klar gemacht werden, dass ihr es seid, die das Freicampen, das freie Vanlife zu Grabe tragen. Wenn man beliebte freie Spots von Campern besucht und sieht, wie jeder Stein und jeder Busch wurde, dann darf man den Behörden wirklich nicht böse sein, wenn sie europaweit freies Campen verbieten. Franz, wir sind da auf einer Welle. Ich habe auf meinen Reisen so schrecklich viele zugeschissene Plätze gesehen. In Portugal gibt es mittlerweile ein Campingverbot aus genau diesem Grund. Und Portugal war tatsächlich eines der Länder, die am allerschlimmsten davon betroffen waren. Ich habe da eine ganz, ganz klare Meinung zu. Ich habe das auch immer mal wieder in meinen Videos kommuniziert. Entweder hast du eine Toilette dabei und benutzt die. Und da bin ich nicht ganz bei dir, Franz. Oder du siehst zu, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts von dir übrig bleibt. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die aber eben die meisten Leute nicht einhalten. Ich bin ganz ehrlich, ich habe hier keine Toilette dabei. In Norwegen gibt es Gott sei Dank ganz viele öffentliche Toiletten. Und wenn keine öffentliche Toilette in der Nähe ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat man eine Schaufel dabei und nutzt die auch, buddelt ein tiefes Loch und nimmt sein Toilettenpapier aber mit. Zweite Möglichkeit, und das ist mir ehrlich gesagt die liebere, weil stell dir mal vor, jeden Tag parkt an dieser Stelle ein Camper und jeden Tag geht einer mit seiner Schaufel los. Dann ist hier irgendwann alles umgegraben. Die allerbeste Möglichkeit ist, wirklich gar nichts zu hinterlassen. Und dafür benutzt man eine Hundetüte. So ekelhaft, wie das klingt. Aber es ist einfach das Beste. Und nur weil du dich ekelst, hast du nicht das Recht, deine Hinterlassenschaften liegen zu lassen. Und ganz wichtig, Klopapier gehört nicht in die Natur. Egal, was da drauf steht, egal, wenn das aus Holz oder sonst was gemacht ist, es gehört nicht in die Natur. Es ist einfach so eklig. Okay, genug zum Thema Scheiße. Der nächste Kommentar ist ein interessanter Themenbreak. Simone schreibt: Hey Vicky, ich liebe deine Energie, du sprühst ja förmlich über. Da muss man sich ja freuen auf das, was kommt. Ja, danke Simone. EH fragt: Wie wäre es mit einem Dachzelt? Dann könntest du den Innenraum viel besser nutzen. In den Kofferraum, die Küche mit Auszug nach draußen. Ich habe mich ganz bewusst gegen ein Dachzelt entschieden, weil ich so unauffällig und so uncamperhaft wie möglich aussehen wollte mit dem Auto. Auch weil ich in Norwegen bin und weil ich weiß, wie oft und viel es hier regnet und wie nass das Zelt ständig wäre und dass ich mir da ständig Gedanken drum machen müsste. Genau das wollte ich nicht. Ich wollte ganz, ganz, ganz minimalistisch reisen. Und ich habe auch keinen Auszug nach hinten gemacht, so wie ich das in meinem T5 hatte, sondern ich wollte auch hier den Ausbau ganz einfach und ganz simpel halten, weil ich nicht ewig bauen wollte. Ich wollte einfach ganz schnell los. Und da waren diese Kisten mit Holzdeckel die simpelste Lösung. So, für den Rest bin ich mal reingehüpft. Ich habe nämlich ein bisschen Sorge, dass die Geräusche von der Baustelle ein bisschen zu laut sind.
Die nächste Frage kommt von Milky Milky und sind gleich mehrere Fragen. Warum der abgefuckte Golf von Deutschland? Warum nicht wenigstens ein Kombi? Wie willst du den krassen Rost stoppen und was ist mit Wärmedämmung? Er sagt noch, du siehst, ich bin nicht zu 100% überzeugt von deinem neuen Zuhause und möchte nicht im Traum da drin schlafen. Ich kann hierzu antworten, wie ich zu sehr vielen Kommentaren hätte antworten können. Du musst das ja auch nicht tun. So viele Leute reagieren darauf, als hätte ich gesagt, du musst jetzt so leben. Aber das ist ja ganz und gar nicht das, was ich sage. Ich sage, ich lebe jetzt so und zeig dir einfach, wie das ist. Also, warum der Golf? Ich habe den Golf tatsächlich geschenkt bekommen. Der sollte laut Vorbesitzer auf den Schrott gehen. Darauf gehen wir nachher nochmal ein. Und die haben mir eben gesagt, weißt du was, Vicky, kannst du den nochmal haben für die 2 Monate, die du unterwegs sein willst. Warum nicht wenigstens ein Kombi? Weil ich das Auto geschenkt bekommen habe und weil ich hier reinpasse. Ich meine, wenn die Länge passt, warum sollte ich dann ein größeres Auto kaufen? Wie willst du den krassen Rost stoppen? Gar nicht. Und was ist mit Wärmedämmung? Auch nicht. Wie so oft gesagt, ich will reisen. Es ist kein perfekter Camper, in dem ich jetzt für den Rest meines Lebens drin leben werde. Schorsch sagt, ich finde die Idee super und der Ausbau ist auch gut, allerdings sind die 150 Euro aus meiner Sicht Augenwischerei, wenn man Materialien findet, die die Eltern noch zu Hause haben. Thomas antwortet darauf, selbst wenn es 300 bis 400 Euro sind, ist es doch völlig wurscht. Und Schorsch sagt, Unfug, gerade für Leute, die quasi kein oder ein sehr geringes Budget haben, macht die Verdopplung schon viel aus. Auch Schorsch möchte ich sagen, dass ich die Dinge nicht so ernst nehme. Mein Gott, ob es jetzt 150 Euro waren oder 200 Euro, das hat jetzt für mich so gepasst, weil ich halt, wie er sagt, Sachen bei meinen Eltern hatte. Es kann sein, dass jemand anderes 10 Euro bezahlt, weil der noch viel, viel mehr Kram bei seinen Eltern hat. Es kann sein, dass der Nächste 2000 Euro bezahlt, weil der andere Ansprüche hat. Also bitte ich euch alle, lauft nicht rum mit einem Stock im Allerwertesten. Nehmt das Leben nicht so ernst. Lasst uns doch ein bisschen mehr Spaß haben. Was ich mit dem Ausbau von diesem Fahrzeug sagen möchte, ist, es ist möglich für ein ganz, ganz kleines Budget. Weil es Dinge gibt wie Sperrmüll, weil es eBay-Kleinanzeigen gibt, weil man Dinge gebraucht kriegen kann, weil man Freunde fragen kann. MH sagt, dass er sehr gespannt ist, wie ich das finden werde. Die Mikrocamper-Szene ist schon recht groß und er für seinen Teil musste feststellen, dass es nichts für ihn ist. Man ist total auf dem Präsentierteller und hat keine Rückzugsmöglichkeit, geschweige denn Privatsphäre auf der Toilette. Und da kann ich ihm oder ihr tatsächlich zustimmen. Man lebt im Auto wie auf dem Präsentierteller und es gibt keine Rückzugsmöglichkeit. Ich zumindest für meinen Teil lebe mit offenen Türen, weil ich ja draußen sein will und ich will an der frischen Luft sein. Dass ich hier auf dem Fahrersitz sitze und irgendwas mache, es ist 1%, die ich in der ganzen Zeit hier im Auto verbringe. Also wenn ich im Auto bin, dann schlafe ich und den Rest mache ich draußen und da kann halt jeder reingucken. Und das ist definitiv nicht für jedermann. Er schreibt in seinem Kommentar noch, Splock TV sagt, bitte Leute, wenn ihr sägt, schleift, fräst, was auch immer, benutzt um Himmels Willen eine Schutzbrille. Was er sagt. Ich weiß, ich bin kein gutes Vorbild. Meckerliese sagt, ich würde gerne mehr reisen, zelten, aber dies ist nicht möglich, aktuell durch Kinder. Mein Mann mag sowas dazu absolut gar nicht. Ich hatte mir aber schon überlegt, die Kids in den Ferien zu schnappen und einfach in Deutschland schöne Ecken anzuschauen. Meckerliese, lass dich von deinem Mann nicht aufhalten. Du brauchst nicht viel. Schnapp dir ein Zelt, pack ein paar Lebensmittel ins Auto und viel Spaß euch. Natürlich habe ich keine Kinder und kann das nicht beurteilen, bla bla. Aber man sieht es ja einfach so oft, wie viele Leute mit Kindern reisen und wie viele Leute mit ihren Kindern campen. Kinder sind keine Ausrede, keine Reisen zu machen. Hermes fragt, warum unbehandeltes Holz auf Metall nicht gut ist. Was könnte da passieren? Auch zu diesem Kommentar sage ich jetzt etwas, was ich eigentlich gerne zu so vielen Kommentaren sagen würde. Ich bin kein Ausbauprofi. Ich mache einfach. Mein Bauchgefühl und meine Lebenserfahrung sagt einfach, dass Holz auf Metall schimmelt, dass es dann anfängt, schwarze Punkte zu kriegen und so. Deswegen mache ich immer noch eine Schicht Kork dazwischen. Ob das jetzt richtiger ist, falsch ist, kein blassen Schimmer. Aber das ist halt einfach, was meine Logik, mein gesunder Menschenverstand sagt. Ob das richtig ist, könnt ihr ja gerne in den Kommentaren mal diskutieren und mal erläutern. Aber das ist zumindest, warum ich das mache. Hosenschwan sagt, das heißt, du wirst nicht in dem Wagen leben. Was kommt nach dem Sommer, wenn das Auto kein TÜV mehr hat? Ich bin insgesamt 1,5 Monate unterwegs im Golf und weiß ehrlich gesagt
überhaupt ganz und gar nicht, wie es weitergehen soll. Mein Leben wurde vor ein paar Wochen komplett auf den Kopf gestellt und diese Reise ist jetzt für mich da, um erstmal irgendwie ein bisschen klarzukommen wieder. Ich habe eigentlich immer gesagt, dass wenn Cleo nicht mehr da ist, dass ich mir einen Flieger buche nach ganz weit weg und Orte bereise, die man mit Hund nicht bereisen kann, wie zum Beispiel Neuseeland und Australien. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ehrlich, ich weiß es noch nicht, aber ihr werdet davon erfahren und ich werde Updates geben, sobald ich mehr weiß. Passend dazu fragt Kerstin, wo ist denn der schöne Van geblieben? Und da waren wohl viele etwas verwirrt, aber wie Bettina sagt, ich habe den Van verliehen für die Zeit, in der ich jetzt in Norwegen bin. Und mal sehen, wie es weitergeht. Terry sagt, ich finde deine Einstellung bezüglich Perfektionismus und einfach mal machen mega erfrischend. Und Terry steht jetzt einfach mal stellvertretend für all die vielen tollen Kommentare, die ich auch bekommen habe. Zusätzlich zu den Fragen und zu den kritischen Stimmen. Danke Terry und danke alle anderen für euren Support und dass ihr versteht, wie ich so drauf bin. Early Bird fragt, wie hast du die Haken für die Vorhänge in die Decke bekommen? Meine Vorhangbefestigung ist wirklich nichts, was man sich abgucken sollte. Die geht ständig kaputt und fällt ständig runter. Mach einfach. Mach einfach. Kleb, wenn du kleben willst. Schraub, wenn du schrauben magst. Probier einfach rum, was bei dir behält. Fuff and Mo on the go schreibt mir, dass ich das wahrscheinlich schon weiß, aber norwegische Hütten sind viel teurer als über die Grenze in Schweden. Viele Norwegerinnen kaufen deshalb stattdessen in Schweden. Ich bin mir sicher, dass in Schweden die Häuser günstiger sind und dass sie wahrscheinlich in Rumänien noch günstiger sind. Aber ich möchte halt gerne nach Norwegen. Ich liebe, liebe, liebe Berge und ich liebe die Fjorde. Und das hier, wo ich suche, ist genau die Region, wo ich hin wollte. Uwei Grono sagt, dieses Auto hat ja garantiert keine Klimaanlage. Darf ich fragen, wie ein augenscheinlich bereits ziemlich gebrechlicher alter Hund damit zurechtkommt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Hund im Fahrzeug kühl zu halten. Und zwar in Gegenden fahren, in denen es nicht warm ist. Ich bin jetzt nach Norwegen gefahren. Hier ist es teilweise sogar ein bisschen zu kalt. Die andere Möglichkeit ist zu fahren, wenn es nicht warm ist. Das heißt, in den frühen Morgenstunden oder in den späten Abendstunden genügend und ausreichend Pausen zu machen und die Fenster aufzumachen. Also ich selber fahre auch nicht gerne, wenn es super heiß ist. Und ich glaube ganz ehrlich, es ist etwas, was so viele Leute nicht bedenken. Ich bin nicht die ganze Zeit im Auto. Ich bin nicht die ganze Zeit am Fahren wie eine Irre. Ich fahre eine halbe Stunde am Tag vielleicht mal. Und ich kann ja auch sagen, wow, heute ist ein super heißer Tag. Heute fahre ich gar nicht. Heute bleibe ich hier stehen. Und am nächsten Tag soll es regnen, das ist kühler. Und dann mache ich meine größere Strecke. Also ich fahre ja sehr wenig und ich kann mir die Zeit selber einteilen, wann, wie viel und wohin ich fahre. Maya schreibt, danke, danke, danke für dieses Video. Mir wird jetzt bewusst, dass auch ich mein eigentliches Ziel und Wunsch aus den Augen verloren habe durch den Blick und die Art von Vanlife, die zurzeit so in den Medien präsent ist. Es kamen einige solcher Kommentare rein und ich freue mich riesig darüber, denn das ist halt genau das, was ich so ein bisschen befürchtet habe, dass die Leute so oft diese wunderschönen fancy Camper gesehen haben, dass sie irgendwie einfach das als selbstverständlich wahrgenommen haben. Also das heißt, okay, wenn ich so ein Leben leben will, dann brauche ich so ein Auto. Wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der wir nicht mehr motiviert werden, so richtig selber zu denken. Und deswegen ist dieses Projekt so wichtig, weil ich genau dazu die Leute wieder motiviere, also wieder zum Kern zurückzukehren. Warum hast du eigentlich angefangen? Warum willst du das überhaupt machen? Und kannst du das vielleicht mit deinem jetzigen Budget schon umsetzen? Und Wolfgang schreibt, wie viele andere auch, dass der Golf zwar einige Roststellen hat, aber er ihn trotzdem gerne kaufen würde. Und auch viele andere Leute haben gefragt, was mit dem Golf denn passiert. Und auch ganz viele Leute haben gesagt, bitte, bitte, bitte nicht das Auto verschrotten. Ich erkläre kurz, warum ich gesagt habe, dass das Auto verschrottet wird. Schlicht und einfach, weil mir gesagt wurde, Vicky, der Wagen kommt sonst auf den Schrott. Wenn du willst, kannst du den noch fahren. Ich bin definitiv kein Fahrzeugexperte. Ich habe den Profis vertraut. Mein Papa hatte auch noch mal einen Blick unter das Auto gelegt und hat gesagt, da muss man schon echt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um den wiederherzustellen. Und dann ist die Frage, lohnt sich das wirklich? Mir liegt die Umwelt am Herzen und ich weiß, wie extrem viel Energie in so ein Auto fließt. Bevor ich den Wagen auf den Schrott fahre, würde ich ihn natürlich versuchen, als Ersatzteillager zu verkaufen oder zu verschenken. Sobald ich eine Entscheidung getroffen habe, werdet ihr das in einem Video oder in einem Post erfahren.
fahren. Gabriele sagt, sie ist total begeistert, würde das auch gerne machen. Ihr Problem ist, wo kann man damit übernachten? Nie antwortet, auf jedem Parkplatz für Pkw. Rein theoretisch kann ich wirklich überall dastehen, wo man mit einem Fahrzeug stehen darf. Dennoch halte ich mich an Campingverboten-Schilder. Auch wenn mich vermutlich niemand dort wegschicken würde, weil niemand erwartet, dass jemand an so einem kleinen Golf schläft und tatsächlich campt, finde ich es einfach respektlos. Ich halte mich an Campingverbotsschilder, aber ansonsten schlafe ich überall da, wo ich mich wohlfühle, überall da, wo ein Auto stehen darf. Ich versuche mich unauffällig zu verhalten, kein Campingverhalten an den Tag zu legen. Ich stelle nicht meine Stühle an den Fjord und packe noch irgendeinen Teppich aus. Ich verhalte mich unauffällig, genauso wie ich es auch immer in meinem Van mache. Ich versuche, ein ganz angenehmer Camper zu sein. Und die angenehmsten Camper sind die, von denen man nichts mitkriegt. Besonders keine Kackhaufen. Babsi fragt, wie wäscht man dreckige Wäsche? Wizard antwortet, die meisten Menschen benutzen Wasser und Seife oder Waschmittel. Ich muss ja ehrlich zugeben, ne? Ich finde es immer richtig toll, wenn die Community mit Humor antwortet. Ich feiere das immer ein bisschen. Ich fahre auf den Campingplatz. Auf Campingplätzen gibt es immer Waschmaschinen. Ich miete mir vielleicht auch mal eine Unterkunft mit Waschmaschine. Es gibt in allen größeren Städten Waschsalons und oder ich lerne Leute kennen und kann bei denen die Waschmaschine benutzen. Franziska sagt, liebe Vanilla, übrigens, Franziska und alle anderen, die mich Vanilla nennen, ich heiße nicht Vanilla, ich bin Vicky. Du inspirierst mich total, weißt du bitte, wie das ist, wenn man so ein Auto ausbaut und ob es auch möglich ist, den dann als Wohnmobil anzumelden. Ich habe einen Artikel auf meiner Webseite, der zusammenfasst, was man braucht, um eine Wohnmobilzulassung zu bekommen. Und das alles in so einem kleinen Auto zu erfüllen, ist schier unmöglich, würde ich jetzt mal behaupten. Ich sehe aber auch nicht den Sinn, ehrlich gesagt. The whole shit sagt, schön und gut, wenn man 1,55 klein ist. Hallo, ich bin 1,62 auf meinem Pass, damit das mal klar ist. Und ansonsten, ja, endlich mal haben kleine Menschen einen Vorteil. Endlich mal. Und ansonsten, hey, wenn du 1,90 groß bist, dann hol dir halt ein größeres Auto. Das macht doch keinen Unterschied. Melina fragt, hast du kein Kühlfach eingebaut? Diese Frage gilt zu meinem Ducato. Ich habe in meinem allerersten Camper einen Kühlschrank eingebaut, habe den aber nie benutzt und habe dann entschlossen, in meinen großen Camper einfach keinen einzubauen. Ich ernähre mich hauptsächlich vegan und Gemüse muss man nicht kühlen. Ich kaufe 1 bis 2 Mal in der Woche ein, manchmal auch häufiger, je nachdem. Wenn ich mir mal was kaufe, was gekühlt werden muss, dann versuche ich das einfach so schnell wie möglich zu verarbeiten. Also nein, ich habe tatsächlich kein Kühlfach verbaut und ich vermisse es nicht. Das heißt aber nicht wiederum, dass das für dich genauso sein würde. Ich kenne aber tatsächlich viele Veganer, bei denen das so ist. Abschließend kann ich Techmicha nur zustimmen. Er sagt nämlich, mach weiter so, du bist die Beste. Wir sind damit am Ende vom Video angekommen. Falls du noch weitere Fragen hast zu diesem Auto, zu dem Ausbau, zum Ausbau von meinem Ducato oder irgendwelche anderen Fragen, dann lass sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Dort kann ich sie dann dieses Mal auch beantworten. Mir geht es langsam etwas besser. Auch wenn es immer noch ein Riesen auf und ab ist und ich weiterhin auch noch schlechte Tage habe. Aber für jetzt habe ich aber erstmal genug gequatscht. Ich genieße den Rest des Tages, das wunderschöne Wetter und wünsche dir eine wundervolle Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.